Was verbirgt sich eigentlich hinter Anonymous? Dieser Frage ist Simplicissimus in ihrem Video von gestern nachgegangen. Und ihr so, als das Video rausgekommen ist, Morpheus, du musst darauf reagieren. Und ja, es ist jetzt 6 Uhr morgens. Ich habe noch 1,5 Stunden Zeit bis zu meinem ersten Termin. Und ich bin gerade frisch geduscht. Ich habe Bock auf das Video. Ich bin zwar noch ein bisschen müde, aber ich habe 2 Kaffee. Also ja, wir gucken uns das Ganze an. Und zwar zusammen. Ich will da ein bisschen Zusatzinformationen geben. Vielleicht aus meiner Perspektive, die man so vielleicht nicht so überall findet. Und ich will nicht alles freestylen, deswegen steigen wir jetzt direkt ein. Ihr beschwert euch manchmal, dass ich das halbe Video im Vorfeld schon erzähle und dass es dann nichts mehr Neues ist. Genau, deswegen lasst uns anfangen. So, wie immer, Kopfhörer magisch aufgesetzt und weiter geht's. Oder los geht's. Vielleicht habt ihr schon einmal von Anonymous gehört. Greetings, citizens of the United States. This is a message from Anonymous. Sie inszenieren sich als die modernen Robin Hoods im Internet. We are everywhere and we are more than you can imagine. Be afraid. Guy Fawkes Maske. Computerstimme. Das Sinnbild des Hackers. Anonymous ist eigentlich eine dezentralisierte internationale Bewegung von Aktivisten und Hacktivisten, eine Art Kollektiv. Im Prinzip. Das ist so, so wichtig, dass man das sagt. Also ganz kurz zu diesem Sinnbild des Hackern, da hat er absolut recht damit, oder haben Sie absolut recht damit. Ich habe auch so ein Ding, auch wenn ich mich nicht zu Anonymous zähle, liegt das Ding hier trotzdem rum, weil es einfach mittlerweile jeder damit in Verbindung bringt irgendwie. Das heißt, ich benutze das auch manchmal auf Thumbnails oder sowas, auch wenn ich mich nicht zu Anonymous zähle, ja. Und das Problem ist natürlich, Anonymous ist eigentlich eine illegale Organisation. Organisation ist aber hier in Anführungsstrichen, man kann sich das nicht so vorstellen wie bei der Mafia oder sowas, wo dann irgendwie oben steht ein Boss und der befehligt dann alles. Es gibt in dem Sinne keinen Boss. Bei Anonymous, das ist wirklich dezentral geregelt. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, jeder kann einen Server aufmachen. Ja, es gibt einen Telegram-Channel, es gibt einen Discord-Server, man kann Twitter aufmachen, man kann Facebook aufmachen. Und jeder kann eigentlich so hergehen und sagen, ey yo, ich vertrete jetzt Anonymous auf dieser Seite. Man macht das einfach so quasi, damit die Leute überall irgendwie einen Anlaufpunkt haben. Und dann gibt es halt einige IRC-Channel, wo man sich drauf getroffen hat, zumindest war das früher so. IRC-Channel, wo man dann sich unterhalten hat, irgendwelche Foren, wo man miteinander geschrieben hat. Und dann hat man da zum Beispiel Ops vorgeschlagen. Das heißt, man sagt zum Beispiel, okay, wir machen jetzt Op Brüssel. Das war das gerade, was da gezeigt wurde. Das sind halt solche Aktionen, von denen kriegt man manchmal was mit. Manchmal sind sie erfolgreich, manchmal sind sie nicht so erfolgreich. Von den erfolgreichen berichte ich euch ja auch immer wieder in den IT-Trends. Und da habe ich auch in den nächsten wieder was für euch. Dann bleibt es nämlich eine relativ große Aktion. Und die Dinge sind dann da oder sie sind halt nicht so präsent, aber sie finden halt statt. Manchmal werden auch einfach Aktionen nicht gemacht, weil halt der Großteil des Kollektivs sagt dann, oder der Großteil der Anwesenden, muss man sagen, nicht der Großteil des Kollektivs. Es gibt ja kein Dasein, das ist richtig und das ist falsch, sondern es ist einfach quasi ein, man trifft sich und wer halt da ist, der kann halt mitentscheiden, ob das jetzt geil ist oder ob das nicht so geil ist. Und da passiert es dann zwangsläufig irgendwann mal, dass Leute sich uneinig sind. Das ist normal. Und das hatten wir auch schon häufiger mal. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Facebook-Seite von Anonymous mal. Also da gab's mal eine vor einer Weile und die haben Inhalte gepostet, mit denen war Anonymous gar nicht. Also die haben mit dem Großteil der Werte von Anonymous, also von denen, die man da in dem IRC und so weiter getroffen hat, mit denen man geredet hat, die haben das nicht wiedergespiegelt. Und dann passiert es natürlich, dass sich Leute distanzieren von diesem Kanal. Das heißt, man sagt, hey, das ist nicht von uns, das ist nicht Anonymous, das sind wir nicht. Aber das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, das jetzt rüberzubringen in der Gesellschaft, auch zu sagen, okay, die repräsentieren uns und die repräsentieren uns nicht. Weil wer definiert, was repräsentiert? Die Mehrheit definiert das quasi. Es ist eben sozusagen eine demokratische, dezentrale Organisation, ohne jetzt eine Führungsspitze oder sowas. Also es gibt keine Führungsspitze in dem Sinne. Natürlich gibt es Leute, die irgendwie Sachen hosten, besonders viel für die Gemeinschaft dann auch tun, die dann vielleicht auch ein höheres Ansehen genießen, deren Stimme vielleicht mehr gewichtet wird, weil sie mehr Erfahrung haben oder sowas. Aber das ist immer dann natürlich von den Einzelnen abhängig. Und ich sehe gerade, meine Haare sehen absolut beschissen aus. Ich habe sie noch nicht gemacht, das tut mir leid. Ich war quasi gerade erst duschen. Er musste das jetzt davor reinschieben. Im Prinzip kann aber jeder Teil von Anonymous sein und den Namen annehmen. Es gibt keine feste Struktur. Aber danke. Es gibt einen harten Kern. Zentrale Akteure.
und insbesondere zwischen 2010 und 2015 wurde Anonymous zu einem omnipräsenten, globalen Hacking-Arm des sozialen Aktivismus. Anonymous has declared Friday ISIS Trolling Day. The Boston Police Department has been hacked by the mysterious group known as Anonymous. Also, auch wenn man jetzt sagt, ich bin Mitglied von Anonymous, dann kann man sagen, ich stehe hinter Aktion X oder ich stehe nicht hinter Aktion X. Also zum Beispiel kann man sagen, ich finde es gut, dass jetzt ISIS Trolling Day war, oder ich finde es schlecht, dass die Polizei gehackt wurde. Solche Sachen kann man machen, das sind dann Meinungssachen. Und die Mehrheit hat dann halt, oder eigentlich schlägt man nur seine Aktion dort vor sozusagen, und dann kann man sich halt entscheiden, es gibt dann quasi einen Stichtermin, ey yo, Leute, wir machen das jetzt. Und naja, wenn man halt Bock hat, dann macht man mit. Wenn man keinen Bock hat, macht man nicht mit. Aber ein wichtiger Kernpunkt ist eben auch Not Your Personal Army. Das bedeutet, oder Not Your Personal Hacker. Es bedeutet so viel wie, man kann nicht einfach hergehen und sagen, ey yo, Anonymous, ich finde das jetzt mega die coole Aktion, macht mal. So, das funktioniert nicht. Man entscheidet dann gemeinsam, ist derjenige irgendwie, macht das Sinn? Und ist das eine Aktion, die Anonymous gut finden würde, also so dass das Kollektiv, und dann entscheidet man eben darüber so gemeinsam. Aber es gibt natürlich eben diese zentralen Leute, wie jetzt auch gerade gesagt wurde. Ja. Anonymous ist ein weltweites Phänomen, das Hacking, Protestkultur und Politik für immer verändert hat. Doch wie fing das alles an? Wer steckt dahinter? Und wie ist es so groß geworden? Also das Ding ist, die Leute, die mittlerweile sich noch zu Anonymous zählen, sind meistens komplett andere wie früher, weil viele wurden natürlich dann auch gefasst, viele wurden verurteilt, viele wurden als, ich glaube, vielleicht beziehen sie sich darauf. Also ich glaube, tatsächlich vor kurzem habe ich wieder von einer Festnahme von einem gehört, der sich als Anonymous-Mitglied gezählt hat. Das heißt, da passiert schon immer mal wieder was. Es gibt auch immer mal wieder neue Ops, also quasi neue Operationen, wo dann irgendwas gemacht wird. Jetzt speziell also in Deutschland war das ganz krass während der ganzen Pandemie-Angelegenheit, weil viele sich stark gegen die Querdenker-Szene gestellt haben und dann auch gesagt haben, okay, wir greifen die jetzt aktiv an und decken zum Beispiel auf, dass da teilweise Fake News verbreitet werden, zum Beispiel. Und so sind dann, also man könnte es vielleicht, manche Sachen sind auch nicht wirklich als Hacking klassifizierbar, manche Sachen sind eher so ein intensive Recherche, aber teilweise kommt halt auch Hacking zum Einsatz. Also es gibt wahnsinnig viele Aktionen. Viele finden das auch absolut schlecht, dass solche Szenen gehackt werden dann, also wie die Querdenker-Szene. Und viele finden es total klasse. So, da gibt es kein einheitliches Bild. Man kann nicht einfach Anonymous als Gesamtes verurteilen dafür, weil eben manche Leute stehen dahinter, manche Leute machen da mit und manche Leute halt nicht. So, und das ist dann halt natürlich so der schwierige Punkt, wo man sagen muss, okay, es gibt nicht das Anonymous in dem Sinne. Hi everyone, I'm Gabriella Coleman. I'm a professor at McGill University. I'm also an anthropologist that studies the cultures of computer hacking and hacktivism. Gabriella ist die wahrscheinlich weltweit führende Anonymous-Expertin. Sie hat die Gruppe über Jahre hinweg begleitet und studiert und hilft uns, das Phänomen zu verstehen. You have to start with anonymous image boards. Alles beginnt Mitte der 2000er. Aubrey Cottle führt eine Gruppe von Trollen an. Trolle sind quasi Leute, die andere online pranken, also Streiche spielen. Die Gruppe organisiert und unterhält sich in den Foren 4chan und Something Awful. Sie trifft sich aber auch ab und an im echten Leben. Sie nennen sich Anonymous. Denn so werden Nutzer auf 4chan angezeigt, wenn sie keinen Nutzernamen angeben. Cottle behauptet, er hätte während dieser Zeit wichtige Teile der berühmten Regeln des Internets. Das sind teilweise Regeln aus Fight Club übernommen, ihr seht das schon. Formuliert. Insbesondere Regel Nummer 3. We are anonymous. Regel Nummer 4. We are legion. Und Regel Nummer 5. We do not forgive, we do not forget. Diese heute legendären Phrasen waren... Ja, das meinte ich. Is not your personal army, das hat sich weitergezogen, das gibt's immer noch. Man kann nicht einfach jetzt sagen, ey yo, wir hacken das jetzt, sondern es ist halt einfach, ja, einfach... da oder nicht da. Genau, und Nummer 7, no matter how you
How much should have to be horrible, senseless, and no one is still able to deliver. There are no real rules about posting. Die unteren kenne ich tatsächlich nicht so im Detail. Die wichtigsten eigentlich so 3, 4, 5 und 6, würde ich jetzt mal behaupten. Eigentlich aber ja. Eher ein Witz. Kottel und seine Kumpels lieben außerdem die Graphic-Novel-Adaption V wie Vendetta. Das einzige Urteil daher ist die Maske. Eine Vendetta. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch den definitiv empfehlen, der lohnt sich. Der ist echt gut. Also so als Film, okay? Bitte seht da jetzt nicht irgendwie. Es sind wirklich schon ein paar Leute gewesen, die den Film cool fanden, okay? Es hat jetzt nicht wirklich mega viel damit zu tun. Sie sind die Ersten, die sich die Guy Fawkes-Maske des Protagonisten des Films aneignen. Guy Fawkes war ein historischer britischer Krimineller. Die Maske mit seinem Gesicht ist in V wie Vendetta ein Protestsymbol gegen autoritäre Machthaber. Hinter dieser Maske steckt mehr als nur Fleisch, Mr. Creedy. Dahinter steckt eine Idee und Ideen kann man nicht erschießen. Aber zu diesem Zeitpunkt sind Anonymous keine Aktivisten, nicht politisch engagiert. Sie haben einfach andere Communities im Internet terrorisiert und sich über Leute lustig gemacht. There was key players such as Aubrey who led these kind of fearsome trolling campaigns against individuals and groups, and they were sometimes so fearsome and terrifying that Fox News called Anonymous the Internet Hate Machine. Der Beitrag von einem lokalen Ableger des US-Senders Fox News. Internet Hate Machine. Interessant. Ja, also tatsächlich hat sich das extrem weiterentwickelt. Ist aber, ich weiß nicht, wann das wirklich angefangen hat. News war tatsächlich ziemlich lustig. Internet Hate Machine. Destroy. Die. Attack. Threats from a gang of computer hackers calling themselves Anonymous. We are strong. We do not forgive. We do not forget. Ein Van explodiert, okay. Anonymous werden als Terroristen bezeichnet. Es ist ein Fest. Aber es markiert auch den Beginn eines Imagewandels. Anonymous wird als gefährlich wahrgenommen, als eine unheimliche Gruppe von Hackern, die im Geheimen ihr Unwesen treibt. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, Trolling hat nicht unbedingt was mit Hacking zu tun. Ne? Also vieles ist tatsächlich manchmal ist es immer noch Trollen, habe ich so das Gefühl. Vieles war früher Trollen, aber Hacking, weiß nicht, ob das von Anfang an dazu kam. Auf jeden Fall war das, also Trollen ist nicht dasselbe wie Hacken, okay? 2008 ändert sich dann alles. Dank Scientology. Ein internes Rekrutierungsvideo der Sekte gelangt an die Öffentlichkeit. Tom Cruise has introduced LOH Technology to over 1 billion people of Earth. Ihr wird vorgeworfen, ihre Mitglieder mit Pseudowissenschaften auszubeuten und Kritiker mit illegalen Methoden mundtot zu machen. And so Anonymous then was like, oh, what a perfect organization to troll. And they went on just a massive trolling campaign against the Church of Scientology, sent unpaid pizzas and did prank phone calls and did distributed denial of service attacks, taking the websites down. And they were having a good time. Greg Hoosh ist zu dieser Zeit eine weitere zentrale Figur von Anonymous. Er entschließt sich, Scientology in einem Video zu drohen. Die legendäre Fox News-Reportage dient ihm als Inspiration. Hello, leaders of Scientology. We are Anonymous. Over the years, we have been watching you. Das Video geht viral. Plötzlich gibt es organisierte Proteste gegen Scientology. Project Chanology wird ins Leben gerufen. Tausende Menschen gehen mit Guy Fawkes-Masken auf die Straße. Die Bewegung wächst rasant. Anonymous zerbricht daraufhin in zwei Fraktionen. Die Trolle rund um Kottel und die Hacktivisten rund um Hoosh. Es gibt ein Ringen darum, wofür Anonymous stehen soll. Die Fraktion rund um Hoosh setzt sich letztlich durch. And from 2010 and especially 2011, Anonymous became synonymous with hacking and hacktivism, and it was non-stop action for nearly. Und die meisten Aktionen waren dann halt, also ab dem Zeitpunkt war es dann so ungefähr, okay, jeder kannte das auch irgendwie, viele haben sich dann auch dafür entschieden mitzumachen, und das Krasse war halt, wenn du da reingekommen bist, dann haben die dir sogar einen Grundkurs im Hacking gegeben. Also quasi gesagt so, ja, schau her, also was heißt Grundkurs im Hacking?
Man kann sich das nicht so vorstellen, wie Hacking, wie man es jetzt gegen Unternehmen wirklich durchführt oder für Unternehmen durchführt, so als White Hat Pentester oder sowas. Also wo man wirklich aktiv nach Lücken sucht, um dann möglichst das System sicherer zu machen, sondern muss sich das eher so vorstellen, wie machen wir den meisten Schaden? Wie machen wir das Ding einfach kaputt? So, da war eine SQL-Injection halt eher uninteressant. Da hat man dann eher so auf das Drop Tables geguckt, dass halt die Daten verloren gehen. Das war sehr beliebt. Ich meine, wenn man das wirklich so macht, dann ist es erstmal halt super, super einfach. Also oder bei Anonymous war es dann nicht irgendwie so In-Depth-Hacking-Guides, wo wirklich die Masterclasses ausgepackt wurden, wo dann richtig krasse Sachen gemacht wurden, sondern da war es dann halt eher so, ja, wir machen einfach einen Denial of Service und ihr macht alle mit. So, das war halt so ein Ding, wo dann halt viele gesagt haben, okay, Skript starten, das kriege ich auch hin. Das bedeutet, viele Aktionen haben einfach darauf gefußt, dass Anonymous so ein großes Kollektiv ist und dass dann halt jeder von seiner Maschine aus einen Denial-of-Service-Angriff gestartet hat. Also quasi einfach nur ein Angriff, der die Website lahmgelegt hat. Und danach war es dann halt vorbei. So, da gab es kein richtiges Hacking in diesem Sinne, weil ich weiß nicht, wer jetzt Denial-of-Service... Denial-of-Service-Angriffe können schon richtige Hacking-Angriffe sein. Ich erinnere da mal ganz gerne am Memcached. Das war ein Exploit in einem weit verbreiteten Dienst, der exploitet werden konnte, sodass er halt für Denial of Service genutzt werden konnte. Und da hat schon eine relativ kleine Menge an Informationen ausgereicht, um was komplett lahmzulegen. Und das war schon echt eine schlimme Lücke und war dann eigentlich auch schon richtiges Hacking in dem Sinne. War eine richtige Schwachstelle, die man fixen muss. Es gibt schon solche Dinge. Aber manche Sachen beschränken sich auch einfach auf, wir senden einfach nur so viele Daten, wie wir können. Und am Ende versuchen wir halt die Webseite lahmzulegen, weil wir einfach so viele sind. Das ist dann alles, was dahinter steckt häufig. Aber es gibt auch Aktionen, wo dann halt ein paar Leute, die sich wirklich auf dem Gebiet auskennen, versucht haben, Informationen zu erlangen von Webseiten, von Bereichen auch, und die dann zu veröffentlichen oder eben darauf aufmerksam zu machen, eben in solchen berühmten Videos. We are Anonymous mit Computerstimme etc. Das kennt ihr ja. A year with hundreds of hacktivist operations every year. Ab hier geht die Post ab. Anonymous wird weltweit berühmt. Überall werden verschiedene Gruppen und Ableger aktiv und unterstützen diverse Protestbewegungen. Man organisiert sich längst nicht mehr auf 4chan, sondern über eigene Chaträume und Twitter. Hackergruppen wie Lulzsec tragen viel zu dem mysteriösen... Ah, Lulzsec, okay. Also, Twitter jetzt nicht unbedingt. Also Twitter zur Organisation, das ist nur so halb wahr, würde ich sagen. Also klar, über Twitter werden viele Sachen verbreitet, aber es gibt halt nicht das Anonymous auf Twitter in dem Sinne, sondern es gibt halt ein paar Leute, die sich als Vertreter sehen auf Twitter, und denen kann man jetzt glauben oder man muss ihnen nicht glauben. Aber das meiste lief tatsächlich über diese IRC-Channels, und wie gesagt, später ist man dann eben auf auch andere Kanäle ausgewichen. IRC-Channels sind halt nicht mehr ganz so aktuell in der Zeit, sage ich jetzt mal. Mittlerweile ist, glaube ich, hauptsächlich Discord und Telegram oder sowas interessant, aber ja gut, ich bin da auch nicht komplett drin, also wer weiß, ob vielleicht schon wieder was Neues da ist. Lulzsec, ja, schauen wir weiter. Mächtigen Eindruck von Anonymous bei. They were very famous because in part they also wanted to hack just for fun, to show how bad security was. And they went on a 50-day hacking spree, okay? They hacked something every single day. Exhausting. Sie bilden eine Art Speerspitze und bringen Anonymous insane mit ihren... Das müsst ihr euch mal durchlesen, was da alles passiert ist. Lulzsec war so hart zu dem Zeitpunkt. Hier zum Beispiel CIA-Webseite, gut, Shutdown halt. Aber... Sony hatte tatsächlich ein paar Probleme. Ich weiß nicht, ob das der große Sony-Leak war dann auch. Da war auf jeden Fall einiges dabei, was wirklich nicht nur down gegangen ist, also nicht mehr nur nicht erreichbar war, sondern was dann halt auch tatsächlich Leaks hatte. Also wo die Daten veröffentlicht wurden oder zumindest wo man oder wo die Hacker dann was machen konnten auf dem System. Zum Beispiel irgendwie eine Backdoor installieren oder was auch immer. Oder irgendwelche Geheimnisse veröffentlichen und so weiter. Und das war so irgendwie der Zeitpunkt, wo Hacking wirklich so berühmt geworden ist auch, und wo dann am Ende auch viele angefangen haben, leider for profit zu hacken, also quasi zu sagen, ey yo, wir machen da jetzt irgendwie Erpressungsangelegenheiten draus. Das war so ziemlich der Start von dem Ganzen. Habe ich so das Gefühl, davor war es viel kleiner, und dann ist es halt riesig geworden. Okay, schauen wir weiter. Angriffen immer wieder in die Medien. Die allermeisten Anonymous-Mitglieder sind dabei eigentlich ganz normale Aktivisten und keine großartigen Hacker.
denn jeder kann Mitglied werden. Jeder ist Anonymous. Viele Leute produzieren einfach Videos, gehen mit der Guy Fawkes Maske auf die Straße oder verbreiten Hashtags. Es würde an dieser Stelle leider den Rahmen sprengen, auf jede einzelne Anonymous-Operation einzugehen. Aber hier verstehen. Ein paar Highlights. Anonymous hat mit den Operations Tunisia und Egypt den arabischen Frühling unterstützt. Die Gruppe hat Regierungswebsites angegriffen, Dokumente geleakt und Informationen über die Proteste an die Außenwelt getragen. Und dann halt in so einem Fall auch dafür gesorgt, dass solche, also das hatte tatsächlich jetzt teilweise nicht viel mit Hacking zu tun tatsächlich, weil diese Protestaktionen, diese Missstände, die waren eigentlich soweit auch bekannt, aber Anonymous hat sich quasi organisiert und hat gesagt, wir verbreiten jetzt Hashtags, also auf Twitter wirklich, jeder hat einfach diesen Hashtag rausgeschrien. Ohne, dass es jetzt illegal ist oder so. Also ihr seht, nicht alles, was man mit Anonymous machen kann, gilt als illegal, ja. Aber jeder konnte einfach, oder hat einfach da diesen Hashtag rausgehauen und dadurch ist er trending geworden und dadurch sind die Leute erstmal aufmerksam geworden darüber, was eigentlich da passiert, wie das eigentlich so, wie kaputt das da unten war. Und dann ist halt das auch eher bei uns angekommen und wir haben das dann mitgekriegt vielleicht auch. Und das waren halt häufig auch solche Dinge. Auch viele Videos, die dann veröffentlicht wurden, also eben mit dieser Guy Fawkes Maske, aber teilweise auch einfach ohne. Teilweise war es halt auch einfach Aufklärungsvideos, sodass halt schwierige Themen einfach mal in die Öffentlichkeit gekommen sind. Also, ja, da muss man sich das so vorstellen, damals war ja YouTube noch ein bisschen anders, ja. damals war YouTube halt hauptsächlich Katzenvideos oder sowas und dann ist halt so langsam immer mehr dieses Aufmerksammachen auf schwierige Themen gekommen und ja, das war schon irgendwie wichtig auch. Anonymous hat den CEO einer großen Sicherheitsfirma gehackt und zum Rücktritt gezwungen. Anonymous hat ein verstörendes Video eines Täters im Vergewaltigungsfall von Steubenville geleakt und entsprechende Proteste organisiert. Der Fall gilt heute. Und dann eben auch dafür gesorgt, dass Leute verhaftet wurden, die dann halt illegale Sachen gemacht haben. Ja. Heute als ein Katalysator der MeToo-Bewegung. Anonymous hat der Occupy Wall Street Bewegung globale Aufmerksamkeit verschafft und sie mit Hacks unterstützt. Anonymous hat interne Polizeiinformationen geleakt, Polizeistationen während diverser Protestbewegungen gehackt und Visa, Mastercard, PayPal und Amazon attackiert als Rache für das Vorgehen dieser Konzerne gegen WikiLeaks. Anonymous. Ganz kurz dazu, weil eben PayPal zum Beispiel gesagt hat, wir geben oder alle Zahlungen, die an WikiLeaks gesendet werden, werden blockiert. Damals war Bitcoin noch ein bisschen unbekannter, wobei es auch schon da war, sag ich jetzt mal. Aber sie haben, wobei, wann war das? Das war gar nicht, ist noch gar nicht so lange her, ne? Okay, Bitcoin gab es damals schon, aber eben viele Leute wollen über PayPal spenden, weil es halt einfach einfacher ist. Und PayPal hat einfach gesagt, nö, wir machen jetzt, blockieren jetzt einfach alle Zahlungen. Darüber, oder da. Über diese Möglichkeit haben sich eigentlich auch die Macher von Bitcoin dann auch irgendwann, oder der Macher besser gesagt, der Entwickler sozusagen, Gedanken gemacht. Und das ist einer der Hauptgründe, warum man eigentlich Bitcoin wollte, weil es halt dezentral ist und weil man eben da kein Vertrauen braucht. Also daher kommen auch viele Kryptowährungen. Also ihr seht, das sind viele Aktionen, die vieles auch erreicht haben am Ende, die sie jetzt gerade hier vorstellen, wahnsinnig schnell Durchlauf. Es war quasi das Megafon jeder großen sozialen Gerechtigkeitsbewegung der Welt. Dann kam die Welle der Festnahmen. Ja. You have people like Jeremy Hammond, you have people like Mustafa Al-Bassam, Tiflo. Das FBI fand den Mitbegründer von Lulzsec, Sabu, und drohte ihm mit 124 Jahren Gefängnis. Er wurde zu einem Informanten und verriet quasi die gesamte Gruppe. Zahlreiche der großen Anonymous-Hacker sind daraufhin ins Gefängnis gegangen. Mhm. Unter anderem der. Also, das Ding ist, Lulzsec war sozusagen, also war sozusagen die, nicht die Hacking-Einheit. Stellt euch so vor, wenn man halt richtig krasse Hacks hatte, dann kamen die halt meistens von Lulzsec. So, und, also im Endeffekt, Anonymous hat irgendwelche Operationen ins Leben gerufen, hat Hashtags promoted, hat aufmerksam gemacht darauf und Lulzsec hat dann halt die Informationen aus den Webseiten raus oder aus den Servern rausgegriffen sozusagen und hat die dann halt teilweise auch noch dazugegeben oder teilweise auch private Sachen aufgedeckt und sowas. Und das ist dann natürlich hart, wenn dann der Kern da verraten wird sozusagen. Aber eigentlich
musste man auch sagen, eigentlich sollte man auch komplett anonym bleiben. Also das heißt, man sollte auch gegenüber den anderen, die auf dem Channel waren, dann irgendwie halt seine Maske nicht abnehmen, also quasi halt dafür sorgen, dass man nicht erkannt werden kann oder auch nicht geleakt werden kann oder so. Aber teilweise ist das natürlich schwierig, wenn man die Leute seit Jahren kennt, dann unterhält man sich mit denen, dann tauscht man auch irgendwann mal Namen aus oder sowas. Wobei ich tatsächlich heute auch immer noch Leute habe, von denen ich nicht weiß, wie sie im echten Leben heißen. Also zum Beispiel gerade einer wieder, mit dem ich schreibe, der von einer Kryptowährung kommt. Ich kenne seinen echten Namen nicht. Das ist halt mega geil. Deshalb verlor die Gruppe zunehmend an Momentum. Spätestens ab 2015 wurde es ruhig um Anonymous. Die Gruppe gibt es allerdings bis heute auf der ganzen Welt. Dezentralisiert und undurchsichtig wie eh und je. Heute agieren die Fraktionen allerdings taktischer, vereinzelt. Mhm. Letztes Jahr wurde Anonymous zum Beispiel während der Black Lives Matter-Proteste aktiv. Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. In Deutschland und anderen Ländern gibt es unter anderem die Operation Tinfoil, die sich gegen Verschwörungserzähler richtet. Das war das, was ich euch vorhin erzählt habe. Die haben da wirklich so viel gemacht. Also da habe ich ein bisschen das Ganze verfolgt. Und klar, da war natürlich hauptsächlich jemand am Werk, der einfach alles mitgelesen hat und beobachtet hat, dann halt teilweise rausgefunden hat, was ist Fake News, was ist echt. Und dann halt darauf aufmerksam gemacht hat. Da gab es aber halt auch Leute, die wirklich speziell hingegangen sind und geschaut haben, was können sie leaken. Ich habe euch ja zum Beispiel von dem Hack gegen die Basis, also die Partei, die Basis, berichtet. Dann gab es aber auch zum Beispiel Angriffe gegen, also wirklich speziell auf die Köpfe von dieser, von der Corona-Protestaktion da, und das war, also ist immer noch im Gange übrigens. In einem Fall haben Anonymous-Mitglieder zum Beispiel eine Telegram-Gruppe von Attila Hildmann infiltriert und zahlreiche Mitglieder gekickt. Warum war Anonymous kulturell so prägend, so eindrucksvoll? Gabriella hat uns drei Gründe genannt. One is the Guy Fawkes mask. You know, it's iconic, it was iconic before. Two, even though the hacking tended to be done by small groups, because it was a name anyone could take, there were hundreds of groups around the world. Third, Hollywood loved Anonymous. Yeah, das kommt noch dazu, das stimmt. Anonymous was memorialized in TV. Man kann sagen, Mr. Robot. With shows like Mr. Robot and plays and ballet. Ernsthaft? Das wusste ich nicht. Eine starke Marke, eine kleine Gruppe fähiger Hacker und eine riesige dezentralisierte Bewegung, die überall auf der Welt Schlagzeilen gemacht hat. Sie alle haben das Bild des maskierten Hacktivisten im kollektiven Gedächtnis verewigt. Anonymous war in vielen Aspekten Vorreiter. Die Gruppe hat aufgezeigt, was Hacktivism ist, wie das funktioniert und wie effektiv digitales politisches Engagement heutzutage sein kann. Ich würde da vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, die ersten großen Hacks, die da passiert sind, die haben erstmal den Leuten bewusst gemacht, was Hacking überhaupt ist, dass sowas existiert. Ich glaube, viele kannten davor die Security-Probleme aus dem Internet einfach überhaupt gar nicht und sind erst durch Anonymous dann wirklich darauf aufmerksam geworden, dass da so Schwachstellen existieren, dass man Daten bekommen kann, die man ins Internet gibt, auch wenn man sie eigentlich nicht bekommen sollte. Ich glaube, viele kannten das tatsächlich nicht. Viele dachten einfach, ja, Internet ist halt da so. Gabriella leitet ein tolles digitales Museum über Hacking, Hack Curio. Dort schreibt sie, dass Hacking eines der sozialpolitisch wichtigsten Phänomene des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts ist. Anonymous scheint der perfekte Beweis dafür zu sein. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Cheers. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. also klar, man kann nicht alles darüber sagen oder man kann nicht alle Aktionen von Anonymous auf
Listen, aber wir können es mal probieren, ob wir eine Seite finden, die alle listen kann. Ich bin jetzt noch, also die Reaction ist jetzt offiziell over, aber vielleicht rede ich einfach noch ein bisschen so weiter. Gebt mir ganz kurz. Tada, Wikipedia. ja, da sind einige Sachen aufgelistet. Also hier zum Beispiel 2006, 2007 hat es angefangen eben mit, oder 2008 eigentlich mit diesem Project Genealogy. Das war so ziemlich das Erste. Und da sind dann auch die ganzen Untergruppen entstanden, so richtig. Weil eben viele mitbekommen haben, so dieses Aktivismus, dieses Online-Aktivismus, das ist einfach so ein Ding. Und im Endeffekt könnte man von mir aus hergehen und sagen, okay, heutzutage jeder, der irgendwelche politischen Sachen auf Twitter teilt, gehört zu Anonymous. Könnte man machen. Ja, macht halt keiner, weil es irgendwie mit Hacking assoziiert wird. Aber das ist halt trotzdem irgendwie, hat es begründet, vielleicht? Nein, nicht unbedingt begründet, aber es war halt so ein bisschen, okay, das war halt krass, weil die sich halt auch ein bisschen organisiert haben und dann halt auch speziell Hashtags zum Trenden gebracht haben. Und ja, jetzt sehen wir hier 2011, 2012, da waren es echt ordentlich viele Aktionen, das war schon krank. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen hier zu den Neueren, mal gucken, was da schon eingetragen ist. So viele sind da noch gar nicht drin, ne? Black Lives Matter war natürlich mega wichtig, das habt ihr mitgekriegt, da habe ich ja auch drüber berichtet. Bolsonaro-Hack, Uganda Lives Matter, Ops Wake Up? Malaysia, ja genau. Genau. Das Problem war natürlich hier mit Malaysia, ich weiß nicht, ob ihr das mit... Also es sind immer noch große Aktionen, weltweite Aktionen, aber so lokale Sachen, wie jetzt bei uns die Opt-in-File oder sowas, die stehen hier gar nicht drin. Aber also es war wirklich riesig. Hier gab es zum Beispiel ISIS. Ihr könnt euch das selber mal durchlesen, ich kann das gerne unten verlinken. Und dann könnt ihr da mal einen Überblick bekommen, wie viele Aktionen das eigentlich waren. Und da sind nicht alle drauf, okay? Also da gibt es noch ein paar, die sind hier nicht dabei. Und natürlich, es gibt immer wieder ein paar Aktionen, die so gar nicht publik werden, weil einfach zu wenige Leute mitmachen. Und ja, also... was auch noch wichtig ist, und das kriegen auch viele irgendwie bei den Zeitungen oder Nachrichten und Behörden oder sowas immer falsch. Wenn ich jetzt sage, ich gehöre zu Anonymous, ja, und ich verbreite Informationsvideos, also zum Beispiel ich mache Berichte über, sagen wir mal, über das da. Moment. Was war das? Darknet Relaunch, okay. Sagen wir mal, ich berichte über Uganda Lives Matter, ja. Dann könnte ich behaupten, ich gehöre zu Anonymous, auch wenn ich nur darauf aufmerksam mache, okay? Das heißt aber noch lange nicht, dass ich illegal unterwegs bin. Und so geht's relativ weit. Man ist erst relativ spät wirklich illegal unterwegs. Also ich meine, Leute, die auf Demonstrationen eine Guy Fawkes-Maske tragen, nicht illegal. Leute, die Hashtags auf Twitter verbreiten, nicht illegal. Leute, die, okay, mittlerweile ist Trollen im Internet hauptsächlich illegal geworden durch Hate Speech, ne? Also die Leute sind dann schon illegal unterwegs. Leute, die Videos leaken, ich weiß nicht, ob leaken tatsächlich illegal wäre, da kann mir mal gerne jemand von den Rechtsleuten unter euch schreiben, aber dann tatsächlich diese Sachen zu beschaffen, irgendwelche Sachen zu hacken und dann zu veröffentlichen, das ist illegal. Aber wenn ich jetzt einfach nur von Anonymous zum Beispiel oder von einem von Anonymous ein Video geschickt bekommen würde, weil ich eine Reichweite habe und ich würde euch das Video zeigen, wäre das nicht illegal, dann wäre das quasi Journalismus, ja. Und so muss man halt vorsichtig sein, was man da genau als illegal und als legal bezeichnet. Man kann nicht einfach sagen, alle bei Anonymous sind Kriminelle. Man kann aber schon sagen, dass alle, oder ja, dass ein Großteil, man muss ja vorsichtig sein, was man sagt, ein Großteil tatsächlich ähnliche Prinzipien verfolgt. Nämlich zum Beispiel, dass man, dass da tatsächlich auf Autoritäten nicht so viel Wert gelegt wird, dass man weniger Vertrauen in dieses autoritäre System dann auch hat. Und ja, es gab auch tatsächlich häufiger mal problematische Sachen, sag ich jetzt mal. Gucke ich mal, ob ich was finde. Gerade noch auf was anderes gestoßen. Hier bei dem Anonymous-Kollektiv, bei der deutschen Wikipedia-Seite, da stehen auch speziell Aktivitäten in Deutschland und in Österreich dann drin. Da könnt ihr gerne mal gucken. Operation GEMA zum Beispiel, Operation 13, wegen Artikel 13 bzw. 17 jetzt. Da gab es auch einige Aktionen, aber die hat niemand mitbekommen. Also diese Aktionen hier, die waren quasi unter dem Radar, also quasi einfach nicht verfügbar. Und jetzt durch Operation Tinfoil sind sie halt wieder etwas größer geworden, sage ich jetzt mal.
Aber genau, die war auch länger, also diese Aktion hier. Operation 13 war jetzt nicht so lang. Operation Tinfoil geht ja schon ewig. Also da war es zum Beispiel auch hier KenFM, das dann übernommen wurde. Querdenken, dann QAnon, Attila Hildmann. Also all diese riesigen Sachen, die da angegriffen wurden, das war schon echt ein gewaltiges Ding. Und man schreibt es Anonymous zu, aber wie gesagt, viele Leute von Anonymous stehen dann nicht dahinter und viele Leute stehen dahinter. Also man muss das halt so ein bisschen differenziert sehen. Das war eigentlich bei jeder Aktion so. Hier, das ist ein Artikel, den ich jetzt gerade auf die Schnelle gefunden habe. Ich will jetzt nicht ewig hier rumsuchen. Und zwar Anonymous Kollektiv. Das war eine Facebook-Seite, die halt exakt so getan hat, als wären sie Anonymous. Aber eben andere Leute von Anonymous haben sich davon gewaltig distanziert. Das war so der größte Clinch sozusagen im deutschen Anonymous-Bereich, wo dann eben auch gesagt wurde, okay, das Anonymous Kollektiv, die bezeichnen sich zwar so, aber die sind nicht von uns, hat halt der Großteil gesagt. Und auf der anderen Seite gab es halt ein paar, die gesagt haben, ey yo, doch, die sind voll von uns. Die haben sich damit vollkommen identifiziert. Also es war wirklich auch so ein bisschen gespaltene Meinung, wobei der meiste Teil hat eigentlich gesagt, dass das nicht unbedingt deren Rechte, deren Ideen entspricht. Und hier zum Beispiel, wo steht das jetzt? Ich habe es auch gerade gefunden gehabt. Genau, also zum Beispiel mit Lügenpresse und gegen Flüchtlinge, gegen Islamstimmung gemacht und Werbung für Waffenshops und rechte Verschwörungsmagazin Compact des Publizisten, blablabla. Also ihr könnt es euch selber durchlesen, ich packe auch das in die Beschreibung. Shit, ich habe die Links schon wieder zugemacht, ich finde die noch. Genau, also ihr seht, es ist nicht unbedingt eindeutig, was jetzt dazugehört und was nicht dazugehört, weil halt jeder behaupten kann, er gehört dazu, auch wenn es eigentlich völlig eine andere Ideologie ist teilweise. Aber ja, mittlerweile haben, muss ich sagen, viele Leute die Ideen von Anonymous übernommen, nennen sich aber nicht mehr so. Also zum Beispiel, ich habe auch viel von Anonymous übernommen, weil ich euch ja auch über Sicherheitslücken zum Beispiel aufmerksam machen möchte. Ich bin jetzt niemand, der hergehen würde und Leute leaken würde. Aber mir ist eben dieser Gedanke wichtig, dass man im Internet sicher unterwegs sein kann, dass ich euch das zeigen kann. Und im Endeffekt ist das auch eine Idee, die daherkommt. Ja? Dieses, ey, seht her, das ist alles unsicher. Ja, wir wollen halt trotzdem sicher sein. Und viele Leute gehen dann halt auch einfach her und versuchen, die einzelnen Webseiten abzusichern. Ich versuche halt hier einen generellen Aspekt zu wählen und die Leute, die die Website besuchen, sprich euch, ein bisschen abzusichern. Das ist dann quasi einer der Hauptgründe für diesen Kanal hier geworden. Aber ja, das habt ihr ja schon mitgekriegt. Genau, also ja, schwieriges Thema, würde ich sagen. Es ist nicht so schwarz-weiß und nicht so eindeutig. Und damit können viele Menschen nicht offensichtlich. Fällt vielen irgendwie schwer, das so zu differenzieren. Was ihr dazu meint, dürft ihr mir natürlich gerne mal unten in die Beschreibung reinschreiben. Ich würde mich da wahnsinnig freuen, wenn wir da eine schöne Diskussion kriegen würden, wie üblich. Und genau, ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.